Markus, starte mal eins, bitte ich jetzt zu mir. Lieber Markus, du bist 14 Jahre von Klein Lobming. Sagt dir der Name Hans Brandl von der Murdolgsbahn, von dieser Musik was? Ja, das ist der Cousin von meinem Opa. Aha. Und mit, also der wohnt gleich in der Nähe von uns und mit dem haben wir viel zu tun, ja. Ja, der hat uns auch sehr geholfen, damals bei der Liebsten Weiß in Klein Lobming. Genau. Kennst du das Wirtshaus? Ja, mein Gast der Flugkupmann, 2009. Ja. Genau, du weißt das ja ganz genau. Jetzt wollen wir gerne bei dir einen Sprung vorbeischauen. Wie du wohnst, wo du wohnst. Ich bin 14 Jahre alt, komme aus Klein Lobming, das liegt am Fuße des Gabels. Wir sind eine sehr musikalische Familie. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo keiner Musik spielt. Das haben meine Geschwister und ich, eine kleine Gruppe gebildet. Brandl Neu heißt sie. Wir spielen da von Volksmusik, traditionelle Stücke, bis ganz neu interpretierte Stücke. Das taugt mir einfach richtig, weil ich da mein Hobby einfach ausleben kann. Also wenn eine Musikauswirkung ist, dann wird das Haus ganz klar, weil sogar die Mama und der Opa spielen mit, die Musik von Klein Lobming, und das ist einfach richtig schön, wenn die ganzen Verwandten dabei sind. Am Sonntag gehe ich recht gerne in die Kirche und ministriere mit meinem Bruder. Und am liebsten tue ich bei meinem Onkel draußen im Stall helfen und einfach verschiedene Arbeiten tun, was mir taugt, so wie einfuttern oder Kaibel tränken. Und mein Traumberuf ist Bauer. Aber leider fehlt mir noch der Bauernhof, da ließ ich den auch bei den suchen. Aber ich hoffe, das wird schon. Markus Brandl hockt jetzt vorne und wird sein Pflichtstückel zum Besten geben. Dein Lehrer ist der Peter Steinberger. Der haltet dir die Daumen, wie wir alle natürlich auch. Das Stückel hast beim V-Wert. War das nicht ein Bild für Götter, wenn da sechs Musikantinnen und Musikanten das Haus verlassen, bleibt ja nur noch die Oma übrig, oder? Ja, genau, die Oma ist allein daheim. Und welches Instrument spielst du bei der Blasmusik? Ich spiele die Tuba. Aber auch Harmonika, und wegen der ist ja heute da. Wir wünschen dir viel Glück. Danke, Markus Brandl.